Ja, ich habe das. Ich habe das. Meine Damen und Herren, hier beim Schluss des heutigen Tages Rothoff noch einmal ein Ring mit Quantität und Quantität auf der Skettreise, angeführt von den beiden zweijährigen Stuten, die wir hier gesehen haben, 212 Mausi ZPK, sozusagen als Tete von der Zuchtgemeinschaft Badenfuß Pless. Eine altersgemäß gut entwickelte Stute, die sich auch recht locker zeigte in der Halle. Jetzt wäre so ein bisschen mehr Aufrichtung vielleicht gewünscht, aber durch die Truppe, was eben noch überbaut ist, ist das sicherlich dadurch bedingt. Denn bei zweijährigen Stuten ist das ja durchaus häufig, wenn die im Wachstum sind, von vorne mal hinten, dass denn auch mal die Aufrichtung etwas darunter leidet. Aber eine Stute wird doch meinen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gehen wird. Sie erhält eine Prämie. Das trifft auch für die 210 zu. Oakland Surprise von Angela Hieske-Maas. Sehen Sie auch, dass sie etwas überbaut ist und dadurch etwas Schwierigkeiten hat, unter den Stierpunkt zu treten. Das war vor allen Dingen im Galopp zu bemerken beim Freilaufen, aber es ist ansonsten eine sehr gut entwickelte Stute und punkten hier jetzt auch auf dem Schrittring mit ihrer taktsicheren und gelassenen Schrittrefriesen auf diese Stute mit dem sehr ansprechenden Typ erhält eine Prämie. Es folgt dann 213, das ist die vierjährige Schimmelstute Isabella von Dr. Hermann Alexander. Eine Stute, die sehr ansprechend ruhig wirkt, mit genügend Trabbewegung im Galopp etwas gebunden in der Schulter. Diese Stute haben wir ja auch im letzten Jahr schon einmal gesehen und sie hat hier auch die Bezirksprämie eindeutig bestätigt. Es folgt dann mit der Nachtrass Nummer 36 die braune Stute Stehendix Muffin, die von der Familie Tackmann vorgestellt wird. Ein großrahmiges Stutenmodell mit genügend korrekten Gebäude und auch vom Fundament recht korrekt. Diese Stute zeigte sich besonders ergiebig beim Freilaufen im Trab und auch doch recht gut im Galopp und auch jetzt auf dem Schrittring.
sicherlich bei allen festzustellen, dass die fortgeschrittene Zeit dort auch so ein bisschen an der Kondition nagt, doch gelassen schreitend, ganz taktsicher. Die Studie ist vorgesehen für die Eliteschau. Die 219 folgt Mary King von Alice Hansen. Angemeldet hier und vorgestellt eine Studie, die in einem etwas kleineren Rahmen konstruiert ist, die das aber in der Bewegung, vor allen Dingen beim Freilaufen, vergessen lässt, denn sie richtet sich doch recht gut auf mit ihrer guten Halsung und mit ihrer Aufrichtung im Trab ganz besonders, aber auch im Galopp bildet sie eine sehr gute Silhouette. Auch jetzt im Schritt ergiebig und taktsicher. Diese Stute ist ebenfalls vorgesehen für die Eliteschau. Kommt mit der Nummer 259 die Seniorin hier auf dem Ring. 12 Jahre alt ist Cinderella, die von der Zuchtgemeinschaft als Sinellis gezeigt wird. Natürlich voll entwickeltes Pferd mit echt gut angelegtem Hals und Widerriss. In der Gruppe ist sie so ein klein wenig gespalten. Und in der Bewegung quasi auch durch die etwas Begrenzung in der Schulterfreiheit doch eilig unterwegs, aber jetzt auf dem Schrittring einen soliden Schritt hinlegend. Die Stute wird in das Stutbuch 1 eingetragen. Dann kommen wir zur 226, High Tongs Beauty Voice von der Familie Cash vorgestellt. Auch hier ein ganz großrahmiges Schuttenmodell. Wenn man was bemängeln will, war hier vielleicht etwas flach in den Hufen, aber und in der Gruppe nicht so ganz optimal formiert, aber sie kann das sehr gut wegstecken mit drei guten Gangarten, guten bis sehr guten Gangarten hat sie sich hier gesehen. Vorgestellt und damit die Zulassung zur Eliteschau ebenfalls erreicht. Dann die N35 Charlotte, ebenfalls vierjährig, dieses Reitpony-Stute von Friedrich Fröberg präsentiert. Eine Stute, die vielleicht im ersten Auftreten nicht so die ganz große Ausstrahlung hat, so Unterhaltsbemuskelung vielleicht etwas stark ist, aber insgesamt in der Bewegung dann doch ganz effektiv mit gutem Trab, mit guter Galoppade und auch mit einem ganz sicheren Schritt hier auf dem Ring ist, ebenfalls vorgesehen für die Eliteschau. Die 37, die Pfeifstudie, Grenzfluss Germain, wenn ich richtig liege, von Frau Reimers-Mortensen hier vorgestellt. Auch hier eine über viel Boden stehende Stute mit gutem Typ, mit einem guten Gebäude ausgestattet, so klein wenig in der Korrektheit im Vorderbein vielleicht zu verbessern, aber mit drei Gangarten und Gangarten, die gut, ziemlich gut bis gut zu beurteilen sind, vor allen Dingen im Trab. Mit viel Takt sich hier gezeigt hat, vor allen Dingen auffällig war die Gelassenheit, mit der sich diese dreijährige Stute zeigte. Diese Stute ist ebenfalls für die Eliteschau vorgesehen. Dann die Nummer. Nachtragsnummer 38, das ist die vierjährige Grenzfluss Ivy von Frau Reimers-Mortensen. Natürlich ebenfalls voll entwickelt. Eine Stute mit gutem Typ im Galopp,
war immer so der Höchstpunkt, die, so ein bisschen die Gruppe, etwas mehr Aufrichtung dabei und der Trap im Trap ließ so ein bisschen die Schwebephase vermissen, aber ein ganz solides Stutenmodell, auch mit kräftigen, guten Fundament ausgestattet. Die Stute erhält eine Bezirksprämie. Bitte einmal diese Stute in die Mitte ziehen. Die Nummer, Nachtrass Nummer 39, noch ebenfalls von Frau Reimers Mortensen, Renshöß Indian Summer. Hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Farbe vorgestellt bei dem Namen. Aber das ist unabhängig davon eine solide Stute, vielleicht noch nicht so ganz voll entwickelt und voll bemuskelt, aber eine Stute, die sich dadurch vielleicht besonders frei bewegen konnte, mit gutem Schritt, mit einer auffällig guten Trabbewegung. Immer wieder so, dass der Galoppade noch so ein bisschen mehr aufgerichtet sein könnte, also das Hinterbein noch mehr unter den Schwerpunkt trägt, aber auch diese Stute ist vorgesehen für die Elite-Show. So, ich hoffe, ich habe keine vergessen jetzt hier in der Runde. Herzlichen Glückwunsch für die Vorstellung dieser Stuten. Wir freuen uns über die Qualität der Stuten, die wir hier heute gesehen haben. Das zog sich eigentlich durch den ganzen Tag hindurch. Und wir haben damit doch das Lot für die Elite-Schau bei den Reitponys und qualitätsvolles Material erweitern können. Ja, bitte mit den Stuten, die zur Elite-Schau vorgesehen sind, ausgewählt sind, zu Volker Hagemeister zum Fototermin, damit wir diese Stuten dann im Internet veröffentlichen können und so schon mal Interessenten, anderen Züchtern und anderen Interessenten für unsere Pferde zeigen können. Vielen Dank und damit schließen wir dann auch die Eintragung hier in Nordhorst für heute ab.